Guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ihr habt es vielleicht im letzten Post schon mitbekommen, die Vespa hat jetzt einen Namen bekommen. Sie heißt jetzt Ace. Unter diesem Namen läuft jetzt auch das Umbauprojekt. Und heute kommt der nächste Schritt, ein etwas kleinerer, aber glaube ich vom Optischen ganz schön. Und zwar werde ich den Vario-Deckel austauschen. Der ist ja bei dem Modell hier, bei der HPE Silber. Und das passt jetzt nicht mehr so ganz zum Design. Und ich werde den mal umtauschen gegen einen schwarzen. Und zeige euch mal, wie das geht. Das ist relativ schnell gemacht. Ja, um den Vario-Deckel jetzt zu tauschen, müssen wir den hinteren abbauen. Das ist ja nur eine Kunststoffabdeckung. Der richtige Vario-Deckel aus Metall sitzt da drunter. Um die Halterung hier drunter jetzt nicht abzubrechen, müssen wir auf jeden Fall erstmal den vorderen Deckel abnehmen. Dazu benötigen wir einen Innensechskant, einen Achter. Einfach die Schrauben lösen. So, zweite Schraube liegt hier oben. Das Schöne ist bei der HPE, wir kommen da auch ran, ohne die Seitenleisten abzumachen. Von daher ist es eine relativ schnelle Angelegenheit. Schraube Nummer 1. Und hier haben wir die zweite. Und ihr seht, die sind unterschiedlich lang. Also am besten so hinlegen, dass ihr wisst, wo die alle hingehören. Jetzt können wir den Deckel hier abnehmen. Hier sieht man schon, der Luftfilter war etwas zerknautscht, nicht richtig drauf. Den können wir dann hier gleich wieder, so wie er sich gehört, richtig anbauen. Das ist jetzt die Schraube, die diese Halterung hält, und deshalb müssen wir den vorderen Deckel abbauen, damit wir hier nichts abreißen. Jetzt kommen wir da gut ran. Nummer 1. Die sitzt etwas fester. Lose, und eine befindet sich noch hier unten. Zeige ich euch vielleicht noch mal, damit ihr die seht. Da ist jetzt die letzte Schraube. Da hängt die Halterung hier dran für die Bremsleitung. Nicht vergessen, dass die nachher wieder mit rangebaut wird. So, Schrauben raus. Und da haben wir ihn, den originalen silbernen Deckel. Und den tauschen wir jetzt aus. Ja, hier ist nun der neu lackierte schwarze Deckel. Innen drin haben diese Kunststoffdeckel noch so zur Geräuschdämmung ein bisschen Schaumstoff. Und den bauen wir jetzt vorsichtig an. Erstmal ein bisschen lose ran. Dann die zweite. Also, was macht sich natürlich alles immer besser, wenn man eine Hebebühne hat. Hier so auf dem Boden bei Kälte ist das jetzt nicht gerade sehr angenehm, aber da es schnell geht, bekommen wir das hin. So, jetzt hier unten achten darauf, dass die Halterung für die Bremsleitung mit eingerastet ist.
und die Schraube anziehen. Jetzt nochmal kurz nachziehen, die Schrauben. Nicht zu fest. Aber so, dass wir halt nichts verlieren an Schrauben, wenn die sich vielleicht mal los vibrieren. So, die Unterschraube noch anziehen. So, jetzt fehlt noch der vordere Deckel. Auch hier wieder vorsichtig rüber. Nicht ganz fest, dann die untere. So, das Ganze ist fertig. Ihr habt gesehen, das geht wirklich schnell. Und finde ich optisch schon sehr, sehr gut. Hier ist nochmal die alte Abdeckung. Und da finde ich, muss man sagen, kommt die schwarze schon wirklich besser. Was man natürlich jetzt merkt, wenn man am Bauen ist, stört einen wieder was anderes. Ich würde jetzt die Ölwandenabdeckung hier unten, die würde ich jetzt auch noch schwarz machen. Weil, ja, nee. Das passt jetzt auch nicht so ganz. Sieht man jetzt zwar nicht so stark, aber ja, wenn man halt so ein Projekt macht, dann soll es ja auch alles stimmig sein. Also ich würde die wahrscheinlich auch nochmal tauschen, mache ich dann auch nochmal ein Video, muss ich mir aber erst bestellen. Da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Und ja, aber damit bin ich schon mal ganz zufrieden. Schwarzer Vario-Deckel ist dran. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das findet. Und ja, auf zu den nächsten Schritten. So, liebes guter Freunde, das war's für heute mit dem kurzen Video und dem Anbau des neuen Vario-Deckels in Schwarz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Auch den Kanal abonnieren wäre natürlich super. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche, dann geht's weiter. Die nächsten Teile sind schon bestellt. Also bleibt am Ball, fahrt vorsichtig, bleibt gesund und bis dann. Ciao.